Moin moin und willkommen zurück. Heute bin ich mal mit der Molotow unterwegs, zusammen mit meinen Teamkameraden aus meinem Clan. Wir haben leider ein etwas unglückliches Matchmaking abgekriegt. Wir haben einige Achter dabei, ein paar Siemer, also ja, relativ gefährlich für eine Molotow, die ja eher eine Glaskanone ist, weil sie kaum Panzerung hat und da sie ein Russe ist, hat sie auch noch einen sehr, sehr großen Wendekreis. Das heißt, ähnlich wie für die Chapaev gilt auch hier, dass sie eher ja, nahe ihrer Max-Range gespielt werden sollte. Sie hat halt 15,5 Kilometer Reichweite. Und es empfiehlt sich schon, so über 14, nahe 15 zu bleiben, um halt ja, reinkommenden Granaten möglichst gut dodgen zu können. Wir machen sie jetzt erstmal hier auf nach BC, weil halt da ein Großteil unserer Flotte steht und A ist auch sehr schwer einzunehmen, vor allem auch für mich, weil ich da überhaupt nicht manövrieren kann und viel zu nah dran bin. Deswegen kommt es für mich überhaupt nicht in Frage, nach A zu fahren. Und ich werde mal gucken, ob ich halt bei B etwas unterstützen kann. Weil auch hier das Problem sein wird, dass das alles ein bisschen zu offen ist und ich mit 15 Kilometern doch relativ nah ran muss, um und ich nicht weit weg kann. Wenn ein Schiff wegfährt, dann muss ich noch näher ran halt, weil ich nur 15,5 Kilometer habe. Und ja, soweit erstmal der Plan. Ja, ich habe ja auf der Molotow einen DD-Captain drauf, den von der Leningrad. Weil ich den für die Ranked Season noch ein bisschen weiter trainieren wollte, weil ich da noch einen Captain-Punkt brauche. Und deswegen ist die jetzt halt nicht so optimal geskillt. Ich habe jetzt hier Lebenspunkte mit drauf, was, naja, nicht komplett gar nichts bringt, aber so super sinnvoll ist es jetzt auch nicht. Und ja, was habe ich noch? Turmdrehgeschwindigkeit ist verbessert und Last Stand und, naja, es ist kein so super Kreuzerkapitän. Die Torpedos laden etwas schneller nach. Ja. Schade, die Salve haben wir auf die Bliske etwas vermisst. Vermisst? Nein, wir haben sie nicht getroffen. Der hat leider nicht volle Kraft gefahren, wie ich dachte. Und wir hatten leider auch noch AP drinne. Ja. Ich werde jetzt aber erstmal bei AP bleiben, weil ich nicht genau weiß, ob sie sich jetzt nochmal zeigt oder ob sie einfach sich jetzt einsmuggt oder in Ruhe fertig capt und für alles andere Kreuzer vor allem. Schieße ich doch lieber mit AP auf die. Okay, die scheint da hinten jetzt. Ich habe jetzt hier. Mit der Molotow habe ich momentan etwas über 11 Kilometer Tarnung. Und ich weiß, dass die Bliska ab 10,4 Stealth feuern kann. Das heißt, da vorne sieht man sie auch schießen. Das heißt, sie steht da vorne und jetzt versuche ich halt ein bisschen näher ranzufahren, um sie aufzudecken. Meine Fubuki versucht hier auch mit ranzukommen und den Cap zu blockieren. Da ist sie. Sie bleibt jetzt hier erstmal noch stehen. Jetzt gibt sie nach vorne Gas. Okay, sehr gut. Und ich habe leider immer noch Abreden und okay, sie beschleunigt mega langsam. Ich unterschätze immer manchmal ein bisschen die Geschwindigkeit der Granaten, vor allem wenn man die Amerikaner spielt, die brauchen ja doch etwas länger. Jetzt haben wir aber High geladen und jetzt fand ich etwas schneller. Ja, jetzt kommen die Granaten besser zum Ziel an und ja, wir haben schön getroffen. 4700, das war eine gute Salve. Hier scheint uns gerade der Carrier anzufliegen oder so. Ich mache da mal fix definitives Flakfeuer an. Unsere Flak ist. Naja, geht so. Jetzt gerade haben wir ziemlich beeindruckende Schadenswerte, vor allem auch die Mid-Range-Flak mit 240 ist gut, aber bei einer Reichweite von nur 3,2 Kilometern und maximal 3,5, also wirklich nur für den absoluten Nahbereich, die ist jetzt hier auch nicht weiter ausgebaut. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, da drüben scheint irgendwie ein Brite im Nebel zu stehen, irgendwie eine Leander oder eine Fiji, oder die Fiji nach der Menge der Granaten zu urteilen. Jetzt müssen wir ganz schnell hinter die Insel kommen, weil die kann uns durchaus halt viel Schaden machen und auch Zitadellen auf die Entfernung. Und zum Glück, ja, hier haben wir doch jetzt eine Menge gefressen von hier, bestimmt 10.000 oder so. Gut, jetzt sind wir erstmal der Insel und wieder sicher. Und ja, weil wir so gut getan sind, sind wir erstmal noch zu. Wir gucken mal, dass wir jetzt unserem DD hier in B etwas unterstützen, dass er den Cap holt. Und da vorne fährt eine Graf Spee, da könnten wir gleich mal. Ich habe jetzt mal auf AP hier umgeladen, weil AP auf dem Molotow deutlich mehr Sinn macht, auch vor allem gegen Kreuzer. Und ja, mal gucken, dass wir noch ein bisschen Schaden machen können. Ich drehe jetzt hier schon mal etwas ab, weil 12 Kilometer halt doch etwas nah ist und vor allem die Graf Spee mit ihren Granaten kann uns doch auch ziemlich wehtun. Weil sie auch sehr, sehr schnell unterwegs sind und ja, die dreht eigentlich ganz gut gerade. Wahrscheinlich schöne Breitseite, da können wir jetzt reinholzen. Gucken, nicht zu weit vorhalten. Die ist ja nicht so schnell. Oh, die kommen auf jeden Fall schön mittig und schön Wasserlinie und nice, 10.000. Leider nur eine Zita, aber solider Schaden. Und dann sind unsere Granaten schon wieder nachgeladen und haben gleich noch die nächste Salve hinterher. Jetzt gucken wir, dass wir halt erstmal, ja, ein bisschen weiter uns von ihr entfernen, weil, wie gesagt,
wenn wir zu nah ranfahren, gehen wir in so große Riesen. Und noch eine Zitadelle. Sehr gut, sehr gut. Da vorne kommt jetzt eine König auf 8 Kilometer, die viel zu nah dran ist an uns. Das heißt, wir müssen erstmal, wir halten unseren Kurs erstmal und fahren noch ein bisschen weiter weg. Mal gucken, auf die Entfernung sollten wir eigentlich auch ganz guten Schaden machen können mit AP. Wir haben halt hier die 9er Kanonen drauf, die Donskoi auch verbaut hat. Das heißt, wir haben sehr, sehr, ja, sehr, sehr hohes Schadenspotenzial, sehr hohen Durchschlag auch. Und da kann man Schlachtschiffen schon 4800, ja, nett. Kann man Schlachtschiffen ordentlich mitgeben. Wir haben zwar die normalen Winkel, kann nicht so wie die Amis verbessert werden, aber ja, nichtsdestotrotz machen die einfach doch einen Schaden. Hier haben wir jetzt leider drei Overpens, leider keine Zitadelle auf der Lerner gekriegt. Wo wir die nächste Salve etwas mittiger, ein bisschen flacher, noch ein bisschen tiefer zu platzieren, dass da nicht so viele Granaten durchfliegen. Die Zitadelle der Lerner ist halt auch ziemlich klein, nur in der Mitte. Und ja, nice, zwei Zitas. So, aber auch wieder vier Overpens. Granaten oder, ja, sie haben halt doch sehr, sehr Durchschlag. Und jetzt ist unser Schaden auch schon ein ganz beträchtliches Ende angewachsen. Und noch eine Zitadelle. Jetzt dreht Leander hier gerade leider weg. Müssen wir mal gucken. Ich bin jetzt hier mit der Geschwindigkeit schon ein bisschen runtergegangen, weil wir so erstmal nicht schlecht stehen. Wenn es zu brenzlig wird, hauen wir weiter ab. Aber die Entfernung ist soweit erstmal gut, deswegen ich möchte mich jetzt nicht zu schnell entfernen und mir damit die Möglichkeit nehmen, noch weiter hier Schaden auszuteilen. Ja, Ober kommt jetzt hier auch schon Breitseite rein. Fährt ein bisschen über 30 Knoten, das wir richtig vorhalten. Die Streuung ist jetzt gerade bei der Salve etwas interessant. Und leider nur drei Overpens wieder. Jetzt hat sie anscheinend etwas weggedreht. Gucken, die Lerner sieht doch gleich nach etwas dem lohnenderen Ziel aus. Ah, etwas weit vorgehalten jetzt, aber trotzdem 6000, 4 Pens. Sehr gut, sehr gut. Ja, momentan ist halt das Problem, dass wir B und C nicht haben. Die Caps, die wir am Anfang eigentlich holen wollten, jetzt haben wir dafür aber A, okay. Und ich, ja, versuche jetzt ja erstmal halt weiter Schaden zu machen und die vielleicht von B auch ein bisschen wegzudrängen. Pushen kann ich mit der Molotow auf keinen Fall, das müssen andere machen. Ich kann nur abwehren etwas und halt vor dem Kreuzer sehr gut dafür bestrafen, dass sie zu viel Breitseite zeigen. Ich bin jetzt hier ein bisschen langsam geworden und dreh wieder rein, weil die König halt von mir wegfährt. Dass ich in Reichweite bleibe, weil die Granaten halt, ich muss auch ein Ende halt vorhalten, das heißt, ich muss immer noch näher dran sein als 15 Kilometer. Wir waren jetzt leider drei Non-Penetrations, weil wir nur den Gürtelpanzer getroffen haben und etwas zu flach gezielt. Da müssen wir mal gucken. Sollte die König jetzt allerdings uns wieder hier zu doll reindrehen, müssen wir auch wieder abdrehen, dass wir den Abstand schön wahren. Aber wie es scheint, dass wir den ja, so weit zu halten. Und oh, da ist die Leander. Mal gucken, ob wir gleich nochmal in Reichweite kommen. Und die rausnehmen können, die haben wir vorhin ja schon so toll beschossen. Ja. Ist relativ weit weg, andererseits sind die Granaten auch schnell unterwegs. Wenn die Streuung jetzt hier auch schon wieder so komisch aussieht. Wir müssen auch gucken hier, dass wir der Lerner ist halt auch für unseren DD, unsere verbündete Fubuki, die da ziemlich nah bei A ist, dass wir die Lerner am besten wegnehmen, dass sie da nicht zu viel Unheil anrichtet. Die sehen jetzt schon etwas besser aus und yes, da haben wir die rausgenommen. Mal gucken, den König kriegen wir auch noch schnell eine Salve. Jetzt könnten wir eigentlich mal, hier ist gerade B ist komplett frei, die NC ist dann auf relativ weit weg. Dass wir mal gucken, dass wir vielleicht B gecapt kriegen. Weil mit unseren 11 Kilometer Tarnung können wir da vielleicht ganz gut haben. Hier vorne kommt jetzt gerade noch eine Graf Spee, die für uns eine ziemlich große Gefahr ist, weil sie unsere Frontbremsung auf jeden Fall overmatchen kann. Und wir halt auch nicht mehr so viele Lebenspunkte haben, die kann uns, ja. Ist halt so ein kleines Schlachtschiff und so müssen wir sie auch behandeln. Ich habe jetzt erstmal sofort runtergebremst. Ich kann jetzt zwar auch ganz gut Schaden machen, aber sie hat halt 20.000 Lebenspunkte. Zum Glück kommt uns unser Carrier hier auch zur Hilfe. Und nice, da war auch den Winkel sogar noch eine Zitadelle schön. Ich fahre jetzt hier erstmal langsam weiter vor. Okay, der Carrier hat uns die Arbeit abgenommen, das ist sehr gut. Fahren wir langsam weiter vor. Die Ferrogat ist jetzt kein großes Hindernis. Ich habe jetzt hier auch leider drei Abpraller tatsächlich. Ich habe jetzt auch nicht. Hätte vielleicht doch auf High umladen sollen. Ja. Die wird uns jetzt hier auch abgenommen. Das heißt, B ist jetzt soweit erstmal frei und wir können jetzt hier cappen gehen, wie es scheint. Die Flugzeuge halten uns jetzt gerade noch ein bisschen offen, aber wenn wir. Wenn die 20 Sekunden vorbei sind und unsere Erkennbarkeitsreichweite wieder runtergeht, sollten wir eigentlich wieder soweit ganz. Ja, uns verstecken können. Ja, also dann haben wir auch die Insel, die uns ein bisschen schützt. Und mal gucken, ob wir den Cap kriegen. So, da hinten ploppt jetzt eine Gneisen auf. Okay. Scheint aber nicht auf uns zu schießen, sondern auf irgendwo.
irgendwas hinter uns. So, mal hinten ist die Bayern, das müssen wir im Kopf behalten jetzt. Wir zeigen ihr gerade Breitseite. Wenn wir aufgehen, kann sie uns halt sehr gut in die Breitseite schießen. Und da kommt eine NC, ja, auf die würde ich jetzt gerne schießen. Auf 11 Kilometer Breitseite ist herrlich. Müssen wir versichern, dass halt die Bayern immer noch woanders hinkommt. Leider kommt jetzt hier so ein bisschen schade, dass wir so flache Flugbögen haben. Wir kommen hier kaum über die Insel rüber. Und jetzt kommt er mit seinen Flugzeugen hier. Ich versuche gleich mal unserem verbündeten Carrier etwas zu helfen, weil seine Jäger haben gegen die von der Intervention noch Stock noch nicht so viel Chancen. Jetzt fliegt er mich hier sogar auch noch an. Gucken, dass wir noch ein paar Flugzeuge runterholen können. Die Basis haben wir gecaptured. Sehr, sehr gut. Bayern ist jetzt auch erstmal hinter dem Berg da gefahren. Das heißt, die ist für uns erstmal keine Gefahr mehr an der Seite. Und, oh, da haben wir das nächste Problem. Da vorne kommt die Gneisenau jetzt hier ran. Die ist auch schon auf 8 Kilometer, also viel zu nah dran. Ne? Ja, weil mein Wendekreis so groß ist, kann ich jetzt hier auch nicht einfach hinter die Insel wegdrehen. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal warten und mal gucken, ob ich die Aoba da noch schnell rauskriege. Dass unser DD uns da auch nicht noch drauf geht. Das Beste, was ich jetzt machen kann, ist einfach... Oh, nice. Doppelzieher sind weg. Sehr cool. Das Beste, was ich jetzt machen kann, ist einfach nur einen Rückwärtsgang. Und ja, versuchen so lange wie möglich zu überlegen und so viel Schaden zu machen wie möglich. Ich habe jetzt ja auch schon mein Team aufgefordert, mir zu helfen. Oder darum gebeten. Und ich versuche jetzt hier mit AP eigentlich auf 600 Breitseite soll ich guten Schaden machen können. Leider jetzt hier drei Overpens. Ich hatte jetzt eher so eine Salven wie 5000, 6000 erwartet, die wir machen. Zum Glück haben wir jetzt hier nicht allzu viel gekriegt. Das Vorteil der Gneisenau ist halt, dass sie nur 6 Granaten hat und die auch gerne mal streuen. Das heißt, wenn wir so schlank bleiben, wie wir aktuell sind, kann sie uns, oder können wir davon ausgehen, dass sie uns nicht allzu viel Schaden macht. Natürlich kann mal passieren, dass sie zufällig die Zitadelle halt trifft. So, ich habe jetzt hier mal wieder den Vorwärtsgang gewechselt, weil ich nicht will, dass die NC uns nachher an die Seite schießen kann. Deswegen will ich den Berg zwischen mir und der NC halten. Jetzt fahre ich wieder einen Ticken nach vorne. Die Gneisenau ist jetzt auch schon nicht mehr so eine große Gefahr. Die muss ich jetzt gerade eher auf die Bismarck da konzentrieren. Auf die Bayern, die da an uns vorbeifährt. Und unser Fubuki kommt uns von da hinten auch zur Hilfe. Und der Carrier auch. Also das Teamwork hat hier in der Runde sehr, sehr gut geklappt. Und wir haben den Gneisenau-Angriff eigentlich ziemlich gut überstanden. Ich habe jetzt hier etwas weit vorgehört. Letztlich hier leider drei Abpraller. Ein Pensacola oder so hätte hier jetzt wahrscheinlich noch gut, ja, penetriert, gut Schaden rausgeholt. Aber naja. Gut, die Gneisenau haben wir jetzt hier gleich gemeinschaftlich besiegt. Die dreht jetzt hier um. Und dann schießen wir nochmal die Breitseite. Und auch leider nur 1421 Penetrations, 4 Abpraller. Die Deutschen sind echt anscheinend sehr gut gepanzert. Also hat man Probleme durch den Gürtelpanzer oder den Hüllenpanzer sozusagen durchzukommen. Da hätte ich gedacht, dass wir mehr Schaden mit AP machen, aber gut. Soweit lief das Match eigentlich schon mal ganz gut. Dafür, dass wir, wie gesagt, Tier 6 sind im Tier 8er Match und mit einer ziemlichen Gaskanone haben wir das ganz gut überstanden. Bei 85.000 Schaden, sogar 8 Zitadellen haben wir geschossen. Vornehmlich auf Kreuzer, vor allem auch auf eine Graf Spee, die ja doch schon etwas stärker gepanzert ist. Und ja, soweit ein sehr, sehr schönes Match. Und ja, wir scheinen das hier gerade ziemlich deutlich zu gewinnen, die NC und die Independence. Fahren zum letzten Angriff da und ja, ich werde jetzt nochmal da schnell rüberflitzen. Molotow ist ja relativ schnell mit 36 Knoten geradeaus. Das geht schon ganz gut. Gucken, dass wir da noch ein bisschen Schaden machen können. Auf einer NC, die Breitseite zeigt, dadurch, dass die Hüllenpanzerung da halt ja schwächer ist und dass sie generell halt dieses nicht All or Nothing Armor Prinzip haben, oder wie das heißt, sollten wir da ein bisschen mehr Schaden machen können. Hier ist die Streuung gerade irgendwie komplett für den Arsch. Was soll das denn? Ein Non-Penetration und ein Overpen, na toll, 440. Gucken, dass die nächste Salve etwas besser wird. Aber jetzt halt bleiben schon Breitseite. Ja, jetzt sieht die Streuung schon deutlich besser aus. Und ja, 5200. Sowas habe ich von R erwartet. Auf der Gneisenau. Na gut, gucken, dass wir noch viel rausholen, wie wir können. So ein bisschen was abschneiden vom Kuchen. Und, oh, Confederate haben wir bekommen. Und nochmal eine schöne 6 Penetrations. So, dann ist noch die Independence und das war das Match.